Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Contrast. Wieder etwas kaputt gegangen und wieder müssen wir was fixen. Wir sollen zum Leuchtturm gehen und der Leuchtturm ist da. Okay, das kriegen wir hin. Ach, das war das Gebäude, wo wir in der letzten Folge kurz mal drinne waren. Oder nicht drinne waren, aber davor waren wir. So. This is a weird lighthouse. Mm-hmm. Do you think it's some kind of science lab? It reminds me of Vincenzo's workshop. Es ist schon sehr, sehr seltsam, ja, diese Fantasiewelt. I think this is what lights up the lights up there. Let me see if I can fix it. Okay. Schalte das auf die Bühne gerichtete Licht ein. Ja. Ah, guck mal. Wir können hier rein. Das ist schon mal super. So, dann schauen wir uns mal um. Wir haben hier viel, viel Licht. Aber nicht das, was wir brauchen. Wir haben hier einen Knopf. Ich glaube, das muss da nicht sein. Ah. So, was macht der Knopf hier? Okay, da müssen wir was permanent drauflegen. Zum Beispiel so. Wie sollen wir das da wegkriegen? Indem wir das hier drehen wahrscheinlich, ne? Halt. Na, komm. Was? Wir dürfen nicht da rein. Ah, okay. So, ich weiß nämlich schon, was wir machen. Wir nehmen das Ding hoch und gehen in die... Und machen so, und machen so. Super, und jetzt holen wir uns das Ding irgendwie... Nein, falsche Taste. Irgendwie... Nein! Ah, okay, ich hab's gesehen. Entschuldigt bitte. Ich hab's gesehen. Wir müssen in die andere Richtung raus. Guck mal, wir müssen da raus. Was? Ah! Okay, ja. So, dann müssen wir den da wieder ausrichten, weil wir den Strom brauchen. Aber jetzt haben wir hier die Kiste. Sauber. Ich dachte erst, es geht weiter. Aber nee, das brauchte nicht weitergehen. So. Kiste steht. Das Ding bleibt unten. Und wir können jetzt nach oben. Jetzt haben wir hier das nächste Teil. Was wir aber nicht... Oh, guck mal. Cool. Da hinten ist noch eine Kiste. Hier können wir gar nicht rüber. Ah. Ich sehe es. Ich hab's gesehen. Sehr gut. Das war wirklich gut gemacht. So, was haben wir denn damit jetzt geöffnet? Ach, die nächste Leiter haben wir damit geöffnet. Sauer. Na 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 na. So, was haben wir? Hier haben wir noch ein Bild. Bild des Schattens eines Mädchens neben einer Frau auf dem Gehweg. Aha. So. Ach, hier sind die Hebel. Okay, hier ist jetzt nichts Weltbewegendes auf der Ebene. Wawa. Oder sind wir schon fertig? Ich glaube, jetzt müssen wir das große Licht steuern, hä? Halt.
Vortrag von Dr. William James, Professor der Psychologie an der Harvard-Universität, Autor von Ein pluralistisches Universum und die Bedeutung der Wahrheit. Gründer der amerikanischen Gesellschaft für psychische Forschung, 2. Dezember, 20 Uhr, Frosthalle. Das astronomisch sichtbare Universum ist nur eine Möglichkeit. Parallel zu unserem Universum könnten auch weitere Universen existieren. Die Menge aller möglichen Universen ist das Multiversum. Welche Bedeutung hat das Multiversum für die Erkenntnistheorie und die Eschatologie? Fangen neue Universen als Folge des freien Willens zu existieren an? Können Wesen sich zwischen Paralleluniversen bewegen? Dr. James wird zudem über seine Untersuchung des Multiversums referieren, die er mittels mystischer Erfahrungen und Experimenten mit Lachgas und Peyote angestellt hat. Ich habe schon gesehen, wir haben ein paar Hinweise verpasst. Verschwundener Illusionist gesucht im Zusammenhang mit verschwundener Assistentin. Scotland Yard sucht fieberhaft nach dem bekannten Illusionisten Arthur Iliescu, um Licht in das Verschwinden seiner Assistenten Aurora Rose wohnhaft in Chipping Norton zu bringen. Miss Rose wurde zuletzt auf der Bühne des Baker Street Theater während Mr. Nierskus berühmter Zaubervorstellung gesehen. Mr. Nierskus, glaube ich, ne? Oder Iliescu, ist bekannt dafür, dass er seine attraktive Assistentin verschwinden und wieder auftauchen lässt. Am Abend des 28. Oktober jedoch versäumt er offensichtlich den zweiten Teil dieses Tricks. In polizeilichen Gewahrsam gab er zu Protokoll, dass er selbst am meisten darüber erstaunt sei, dass Miss Rose nicht dem Ablauf der Forschung folgend wieder auf der Bühne auftauchte. Sie löst sich zwar in Luft auf, sagt Mr. Iliescu, aber danach müsste sie wieder zurückkehren. Polizeiinspektor Gilles Lestrade geht von keinem Verbrechen aus. Vielmehr habe die Polizei keinerlei Hinweise dafür gefunden, dass Miss Rose in dieser Welt weiter existiert. Mr. Iliescu wurde am Donnerstag freigelassen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als ob er auch verschwunden ist. Seine Vorstellung in der Baker Street wurden abgesagt und in seinem Hotel, dem Blackstone, wurde er nach seiner Freilassung auch nicht mehr gesehen. Seine Habseligkeiten befinden sich weiterhin in seinem Hotelzimmer und seltsamerweise wurden einige seiner Kleidungsstücke laut der Zimmermädchen von einer oder mehreren unbekannten Personen verlegt. Wer Angaben zum Aufenthalt von Mr. Iliescu oder Miss Rose machen kann, ist aufgefordert, sich bei Scotland Yard zu melden. Mystisch. Sehr, sehr mystisch. So, jetzt können wir den Knopf drücken. Ah, oh, ist das gemein. Oh, ist das gemein. Ach du. Nein! Nein! Ah! Okay, nochmal, komm. Ich hab gedrückt. Ach bitte! Anscheinend werde ich automatisch geblockt. Ich darf nicht die Trigger-Taste, den rechten Trigger drücken. Okay, damit können wir. Sondern ich darf nur. Ah! Oh, jetzt kommt es aber hier mit den ganzen Sachen, ne? Bild, das die Auswirkung der Schattendimension auf die Welt zeigt. Mhm. Ach so, einmal die Person selber und keine Schatten. Okay. Schicke Bilder. Was haben wir jetzt hier? Wir können hier interagieren. Hier muss es hin. Hier hinten sind noch mehr. Was ist hier? Wissenschaftliches Bild. Schattenwurf. Okay. Bild eines Skeletts und seines Schattens. Okay. Ach, hey. Mal kurz den anders hinsetzen hier. Ich muss nach da oben, wie es scheint.
Die Frage ist, ob ich hier hin muss. Warte mal. Ich kann da gar nicht hin. Aber warte mal. Ach Mist, da ist eine Truhe. Okay, wir müssen erstmal den Weg, glaube ich, machen. So, dann hätten wir hier... Hui. Und hier brauchen wir die Truhe. Verdammt. Aber... wir können... da unten ist die Truhe. Können wir? Ich glaube ja. Warte mal, wir können die Truhe... hier hinpacken. Aber bringt uns das was? Was ist das hier? Also jetzt willst du das Spiel wissen, ne? Okay, hier ist auch was mit Schattenwurf. Mal gucken kurz. Okay, wir brauchen das, um das da anzuschalten. Hier ist ja noch was. Exposition Universal. Okay, Bild von Vincenzo und Dorn. Exposition Universal 1900. Haben wir hier noch irgendwas, wo wir... irgendwie... wir sind hier hoch. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder runter. Ach so. Ach, guck mal. Ah, die Tür ist offen. Wir müssen das Ding nach da oben kriegen. Pass auf. Das. 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 Und dann können wir mit dem Ding wieder... Okay, das muss einem doch gesagt... wo ist die... ah, da. Das muss einem doch gesagt werden. So, rein da, raus. Nein! Ah. Ah, okay, immerhin. So, jetzt nochmal. Jetzt, so, wir können also jetzt... so, dann kommen wir nämlich auch da oben hin. Super. Nee, wir müssen es hier drüben hinpacken. Warte mal, wir müssen hier, glaube ich, dahin leuchten, sehe ich gerade. Okay. Hat also doch funktioniert. So. Hier rein. Abstellen. Ach so. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Wir müssen das jetzt ein bisschen so machen. So. Wobei, wir können es uns hier drüben ja abholen, ne?
Jawoll. So, ich stelle das mal hier schon hin. Weil wir brauchen es ja hier. Sehr gut. Halt. Da drin. So, jetzt müssen wir das, das Licht hier nochmal ausrichten. So, dahin. Okay. Jetzt haben wir nämlich das Licht hier aktiv. Und wir haben jetzt die Leiter. Ah, ich sehe es gerade. Mist. Ich hätte mich... Warte mal. Ah! Aber das wäre doch theoretisch möglich, ne? Oder muss ich... hier irgendwas mit dem Licht machen? Nee. Aber so kann ich da was mit dem Licht machen. Und so. Jetzt müssen wir warten, bis das hier... Nein! Nein! Ah! So, nochmal. Es funktioniert aber. Das ist gut. Jawohl. Hui. Are you coming home? Was? Das hat doch eigentlich... Wollte schon sagen. Hätte doch klappen müssen. After a few days, the princess got to wondering. Why are Dad kept trying to give her away? Das ist jetzt nicht dein Erz. Da nicht, hier lang, ne? Nee. Nee. Oha. Ich hab gar nichts gemacht. Ich habe ehrlich nichts gemacht. Bin unschuldig. Ich habe das... Oh, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt ja langsam hier Richtung Ende unterwegs. You think you're gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk. That's the past, can't have changed. Menschen können sich immer ändern. Zumindest ist es ihm einleuchtend, was ihm wichtig ist. Ja, es ist egal, was man ist. Hauptsache, man hat seine Familie. Das hatte ich ja schon so oft gesagt. Familie ist das, wo man sich zu Hause fühlt. Ich glaube... Okay, hat geklappt. Wow. Es ist egal, ob man der richtige Vater ist. Oh. Der ist wirklich wie ein Vater für sie. Und zwar ein wirklicher Vater. Boah. Das ist hier gerade ein bisschen... Okay, jetzt kommt das Licht.
Ist es nicht das? Doch. Ist doch die Bühne, oder nicht? Das ist die Bühne. Nee. Hä? Ach so, jetzt. Okay. Triff dich mit Didi bei der Bühne. Okay, da drüben ist er. And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. I got the lights on. We'll talk about this after. Ladies and gentlemen, a physicist named Albert Einstein tells us that our universe may not be the only one. There may be infinite others, each slightly different from ours. What our dreams in our world may be reality in those. To citizens of these other worlds, we are shadows. Okay. This appears to you to be an ordinary box, but it is actually what we call a tesseract, or an octachoron. Suppose I open it, not in the three dimensions we live in, but along its fourth dimension. I can take out surprising things, things that are familiar and yet strange. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. Ooh. What you don't know can hurt you. But what frightens you can also turn into something of surpassing beauty if you only understand it. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Folge Didi hinter die Kulissen. Aber das, liebe Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Firefox.